Damit herzlich willkommen zum heutigen Black Screen. Ja, ich habe mal wieder vergessen, das Spiel einzustellen. Ich fix das mal kurz. Also echt, also Profis am Werk, wie man sieht, ne? Das sollte sich jetzt gleich gefixt haben. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Da ist es. Hallo. It's me. So. Ja, das sollte man vorher machen, bevor man den Stream startet. Aber egal. Es ist doch langweilig, wenn alles klappt. Jedenfalls hat der Musiksound jetzt wieder auf den Kopfhörern funktioniert. Gestern Abend ging das nicht. Das geht heute wieder, warum auch immer. Ich habe nichts gemacht. Genauso wie davor. Und ja. Ich habe keine Ahnung. Technik, die begeistert. So, ich bin verlassen, ja, das auch. Ich befinde mich auf dem verlassenen Gut von Rabenflucht. Heißt das so? Ja. Und habe hier schon mal ein bisschen angefangen gestern und die Tage und überhaupt. Wir haben noch ein paar Räuber zu erlegen. Und allgemein unseren Hexer weiter zu spielen. Wir werden, denke ich mal, nachher auch noch mal kurz auf die Bank challoggen. Und den Jäger machen wir heute nicht. Das habe ich überraschenderweise gestern relativ schnell alleine hinbekommen. Mein Inventar ist voll, wie immer. Also alles wie beim. Wie immer. Alles beim Alten. So. Warum habe ich Aggro? Was ist da los? Herr Tank, können Sie bitte mal was tun? Finde ich nicht in Ordnung. Ja. Es ist Montag, meine Lieben. Noch viermal früh aufstehen, dann haben wir die Woche wieder hinter uns. Und ja, optimal wäre es natürlich, wenn wir heute wieder ein Level abschaffen, aber das bin ich mir noch nicht so sicher, weil wir haben relativ viel an Hill-Quests. Also Schattenwirker in der Nachthorde müssen wir machen. Skelett-Satan-Kreaturen und all so ein Kram. Hier ist auch noch ein anderer Hexer unterwegs. Ja, Moladim schlawenzelt hier auch durch die Gegend. Paulania. Rainbow Girl. Ich hatte gestern Abend, als ich mit meinem Druiden gespielt habe, auch relativ, naja, amüsante Namen. Wie war denn? Ich krieg die Kombi gar nicht mehr zusammen. Heul nix und iss nix, glaube ich. Was ist denn mit meinem Tank los? Warum hätten der keine Akku? Das ist ja übel. Heute ist da mal wieder der Wurm drin. Der hält ja übel schlecht Akku. Vielleicht muss ich ihn doch enttanken lassen. Aber eigentlich hat es gestern Abend geklappt. Ich habe die beiden Flüche raufgemacht und ihn antanken lassen und dann erst Feuerbrand und dann hat es eigentlich funktioniert. Ganz merkwürdige Geschichte hier. Ja, wie gesagt, Technik ist vermurkst. Die Folgen diese Woche sind auch wieder ein bisschen abgeschnitten im Bild. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also irgendwie habe ich das Bild bei Guild Wars gefixt, ohne was zu tun. Und dadurch haben sich die Bilder von Retail, Classic und Rift verschoben. Warum auch immer. Also falls euch das auffallen sollte, dann ignoriert es einfach. Ich habe es selber schon gesehen, aber es war leider zu spät. Ich habe es nicht vorher gesehen. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, glaube ich,
meine Videos vor dem Render nochmal durchzuschauen. Wobei, selbst wenn, ich kann es ja nicht ändern. Das ist ja halt das Problem, ne? Wenn ich es nach dem Aufnehmen erst sehe, dann ist das halt auch schon zu spät. Ich weiß auch nicht. Eigentlich haben wir an der Einstellung nichts verändert, aber ja, ich weiß auch nicht. Skelettwärter, ja. Ich habe den bösen Verdacht, dass die hier unten sind. Und zwar hier in der Katakomben. Da wollte ich nicht unbedingt rein. Aber ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Jetzt ist die Frage, wie rumlaufen wir am besten? Ich weiß auch gar nicht, wo Moladim gerade rumkreucht. Ja, da haben wir schon einen Wärter. Kann ich den polen? Ja, kann ich. Ah, das hat ja sogar funktioniert. Auch wenn mein Pet irgendwie nicht abtankt, abspottet, wie auch immer. Der hat heute auch keine Lust. Montagsmüdigkeit. Man kennt's. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass unser Zauberstab demnächst auch irgendwie nicht mehr so effektiv sein könnte. Aber jetzt muss es erstmal so gehen. Aber da ist unser Moladim. Machen wir einen Totenschädel auf ihn, dass wir ihn sehen. Das war ehrlich gesagt ganz schön knapp. Wir waren gar nicht mal so weit weg von dem. Der ist tödlich, meine Lieben. Gefährlich und tödlich. So, da läuft er los. Da bringt er gerade einen um. Den Jäger, möglicherweise. Aber da er gerade noch in die Richtung läuft, können wir uns jetzt mal hier reinsneaken. Wir brauchen nämlich immer noch die Wärter hier unten. Ja, die Legende von Stylvan, die brauchen wir auch früher oder später, aber da sind wir noch nicht so weit, als dass wir das jetzt schon machen können. Oh je, da kommt noch einer. Wir tun einfach mal so, als würden wir zum Inventar dazugehören. Und zum Schluss pullen wir ihn. So. Shit, wo kommen die denn jetzt her? Natürlich. Das werden wir nicht überleben. Gut, solange wir Leben haben, können wir das übertragen. Wir müssen nur zwischendurch den Dot erneuern, dass wir Schaden genug machen auf dem Ad. So können wir eine Weile durchhalten und wir haben dann auch schon die drei. Wobei, das ist ja ein Räuber, sehe ich gerade.
frage mich, ob wir, wie lange wir das machen können. Aber dran sterben können wir ja eigentlich nicht, glaube ich, ne? Wir hätten eigentlich auch mal Barfuß nehmen können, ich Eumel. So. Wir werden mal sicherheitshalber hier auf die Seite gehen. Wieso ist der immun dagegen? Egal, er ist tot. Sehr schön, die Markierung ist noch da. Aber hier sind zwei Räuber jeweils. Mal mit. Ich möchte nicht so dicht dabei sein, wenn Mordadin da langläuft. Oh Mist, da ist ja auch schon wieder einer. Da lief er. Genau gesehen. Gut, dass der Totenkopf drauf geblieben ist. Ich weiß zwar nicht, wohin der jetzt der gepult hat. Aber wir haben es überlebt. Damit können wir zu Sven zurückgehen. Wir haben die Bewährungsprobe überstanden. Auch wenn die eigentlich schon grenzwertig war. 28 ist eigentlich schon so unsere. Naja. Unser Limit. Abgesehen davon müssen wir sowieso zurück, weil wir unsere Taschen definitiv mal leer machen müssen. Das Licht sei mit euch. Gebt Bischof Hardring in Sturmwind Jitters vollständiges Für die Tagebuch. Allianz. Ja, das ist ungünstig. Braucht ihr Hilfe? So, jetzt haben wir, glaube ich, sogar schon eine Aufgabe safe. Haben wir eine zweite noch? Weil wir sind. War ich mit Level 28 beim Lehrer? Das weiß ich gar nicht. Wir werden mal nach Dunkelhain laufen. Ich glaube zwar, dass. Nee, wir porten uns nach Sturmwind und fliegen nach Dunkelhain so. Dann können wir unsere Taschen leer machen und die Quest abgeben und dann nach Dunkelheim gehen und die Quest weitermachen. Ich denke aber, dass wir demnächst dann doch rüber zum Rotkamm müssen. Nochmal. Wir haben nämlich jetzt hier ein paar wieder offen. Theoretisch könnte man die machen, praktisch wird es wieder so ein bisschen schwierig. Ich werde hier mal die Namensplaketten ausmachen, weil das ist doch ein bisschen heftig mit den Namen hier. Hallo? Ja, ich habe dich angesprochen. Hallo. Wow. Das war jetzt unerwartet. So, wir können das Rezept herstellen. Das ist gut. Inventar ist voll. Ach lol, wir haben die Phönix. Nee, Phönix Handschuhe. Alles zurück. Okay. Die können wir auch Können herstellen. eure Reisen sicher sein.
Das ist natürlich nicht schlecht. Schillernde Perle. Haben wir auch zwei auf der Bank. Das heißt, wir könnten uns die sogar herstellen, wenn wir möchten. Obwohl ich sagen muss, erhöht durch Feuerzauber und Feuereffekt zugefügten Schaden. Das ist natürlich nicht schlecht, weil für Feuermagier. Oh Gott. Generell geht schon wieder los. Aber ich glaube, für uns ist das gar nicht mal so gut. Hallo. Ich weiß nicht, warum der die Dinger wieder angemacht hat. Ich habe sie eigentlich ausgestellt gerade. So, warte mal. Das hier schicken wir erstmal an den Bankschau. Ja, und das war's auch schon wieder. Wir brauchen dringend irgendwie größere Taschen. Das ist furchtbar. Wir haben zwar 10 Gold, aber ich will das Gold einfach nicht für Taschen ausgeben. Das ist mir einfach. Ja. Wir haben halt jede Menge Leinenstoffballen, ne? Ärgerlich, passt schon. Ja, das müssen wir momentan. Ich habe mir hier Schultern hergestellt. Das ist aktuell relativ preiswert in der Herstellung. Picasso, aha. So. Ja, 3, 6, 9, das sind auch wieder nur 3 Skillpunkte, ey. Das ist eigentlich gar nichts. Können wir das würzige Muschelfleisch vielleicht verarbeiten, wenn ich nicht heule wie ein Schlosshund, weil ich irgendwas ins Auge gekriegt habe? Mürlockflossen. Die haben wir, glaube ich, auch auf dem Bankschaner. Nisa hat auch 6 Stück. In der Bank angeblich. Ah, hier. Gut, dann können wir das mal herstellen. Würziges Muschelfleisch. Gott, wenn ich bloß wüsste, welches Rezept das ist. Ich werde mal kurz googeln. Würziges Muschelfleisch. Classic. Oh, ich habe sowas von Pipi in den Augen. So. Reagenz für scharfe Muschel nach Goblin-Art. Kochkunst 125. Gott, lernen wir das beim Lehrer? Also, wir brauchen auf jeden Fall noch das würzige. Aber normales Muschelfleisch können wir auch verwenden. Nee, das ist Kriecherfleisch. Muschelfleisch, hier unten war's. Das brauchen wir an sich nicht mehr. Würziges Muschelfleisch können wir noch verwenden. So. Mit 120 lernen wir dann auch zartes Krokolistenfleisch zu verarbeiten, aber da haben wir eigentlich noch gar keine Verwendung großartig für. Ja, wie machen wir es? Wir haben keinen Platz, ne? Ich könnte jetzt ein Gold ausgeben und eine Taschenplatz kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir haben keine große Wahl. So, da tun wir rein.
Gute Frage, ne? Können die hier erstmal reinlagern? Davon kriegen wir eh noch jede Menge. Zartes Krokolistenfleisch. Ah ja, dann haben wir ja doch schon was davon liegen. Okay, Okraschrotte brauchen wir nicht mehr. Und eigentlich brauchen wir auch keine kleinen Eier mehr. Ich glaube, wir müssen erstmal Schönen Tag. ein bisschen wegschicken und verkaufen, damit wir hier ein bisschen was machen können. Auf jeden Fall müssen wir unsere Tasche aufräumen. Wir haben geöffnet. Ja, genau. Davon gehe ich aus. So, das kann weg. Ach, das ist auch nichts wert. Das verkaufen wir jetzt auch. Das kann weg, das kann weg. Können die gedingst werden? Ne, können sie natürlich nicht. Dann kann der Käse weg. Wir haben echt genug zu essen, was das angeht. Die Murdockflosse behalten wir. Das behalten wir auch. Grabmus wird verschickt. Wolfsflanke behalten wir. Muschelfleisch wird verschickt. Das behalten wir. Wolfskebab behalten wir auch. Das kann weg. Das behalten wir. Das behalten wir. So. Klingt nach einem Plan. So oder so ähnlich. So, ich versuche es nochmal, die Dinger hier auszustellen. Ach so, ich stelle damit das Interface aus, ich Eumel. Wie war denn das nochmal? So war das. Okay. Ich habe nämlich gestern, sehr cool übrigens, kann ich ja meinem TSM zeigen, wenn ihr auf den Ledger geht und dann auf Einnahmen. Ich habe. Was ist denn? War es dieser Umhang? Nee, hier unten. Das hier war's. Den hellen Mantel habe ich, glaube ich, verkauft, oder? War das der? Ein Tag und 5 Stunden, genau. Ich glaube, das kommt hin. Das war echt richtig gut. Da habe ich 2 Gold gestern mitgemacht. Ich muss sagen, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Da hat wirklich jemand den hellen Mantel gekauft. Und ganz ehrlich, für 2 Gold, auf dem Level, das ist für Level 21. Kann man machen, ne? Witzigerweise schon wieder 10 Gold zusammen, obwohl ich gerade 1 Gold ausgegeben habe. Aber das ist okay. So, ich wollte Post verschicken. Twinks an den Bankcha. So, das dürfte das gewesen sein, glaube ich. Ja, die verkaufen wir so. Und die lasse ich noch in der Bank, solange es geht, weil wir können die noch nicht lernen. 185. Aber wir haben auf jeden Fall genug, annähernd genug Seidenstoff, um daraus eine 10-Platz-Tasche zu machen. Herr Gottes Willen, ich kann heute nicht reden. So. Dann werden wir jetzt mal. Ja, wir haben hier überall keinen Dingsbums, ne? Kein Feuer. Die Quest befindet sich auf dem Kathedralenplatz. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal eine Runde. Laufen wir jetzt erstmal in die Altstadt zum Kochhaini und stellen dort erstmal ein bisschen Murloc-Flossensuppe her. Dreimal. Ich glaube, davon haben wir sogar schon was. Genau. Und dann müssen wir echt mal unser Barfood verwenden. Das ist furchtbar. Viel zu viel. Ich habe keine Ahnung, worum ich jetzt so gehe. Bis vor 5 Minuten ging noch alles in Ordnung. Nur das Gehen wäre ja nicht mal ein Problem. Das Problem ist, dass ich danach so eine Augentränen habe. Was dann doch nervt.
Ja, wir werden dann gleich, wie gesagt, noch auf den Bangcha gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es klappt aktuell relativ gut mit dem Such dir was Gold machen. Ah, das ist ja furchtbar heute. Das ist ja. Boah. So, wir brauchen dreimal scharfe Gewürze. So, können wir noch irgendwas herstellen? Ich Würzkräuter aus Sturmwind. Haben wir davon noch welche? Nee. Da können wir mal zwei Man sieht kaufen. sie. Ist halt auch doof, dass man dafür extra in den Blumenladen muss, ne? Und dann muss ich wieder zurücklaufen und oh, total umständlich. Ja, die gute Dame, die ihr hier gerade gesehen habt, die hat eine Dungeon Quest für uns. Die nehmen wir dann an, wenn wir Verlies gehen wollen. Ja, theoretisch könnten wir schon Verlies versuchen, aber naja. Mal gucken. So, ich glaube, das war hier auf der Ecke. Der Blumenladen. Genau. So, ich glaube, ich hatte zwei gesagt, ne? Genau. Mögen eure Reisen sicher sein. Können wir das nämlich auch nochmal herstellen? Dann gehen wir auf den Kathedralenplatz, geben die Quest dort ab und gucken, was es gibt. Und ich denke mal, dann müssen wir auch schon zurück nach in den Dämmerwald. Ja, Rotkamm ist immer so eine Sache, ne? Mit 28. Aber ich glaube, im Sumpfland sind wir auch schon durch gewesen. Mehr oder weniger. Auf der Suche nach dem Ausgangstrupp, das können wir natürlich noch machen. Oh, ich muss mal was trinken, glaube ich. Es hört ja gar nicht mehr auf gerade. Die sieht ja schick aus. Brustschutz des Storm Rage. Scheint ein Heiler zu sein. Wenn ich mir das so angucke. Erhöht den von eurem Zaubermondfeuer zugefügten Schaden. Okay, fast richtig. Ist eine Eule. Aber das ist eine sehr hübsche Robe. Wobei erhöht durch Zauber und Effekte verursachte Heilung. Nee, ist doch ein Heiler. Habe ich doch richtig gesehen. Ha! Richtig geraten. So. Wir haben jetzt so viel Wolfskebab. Wir werden das jetzt hier mal verkaufen, was wir gerade hergestellt haben. Weil wir haben noch 19 Stück. Das ist ausreichend. Schönen Tag auch. Mehr wie ein Stack pro Sache brauchen wir wirklich nicht. Wir haben wirklich genug Kram. Oh Gott. Dann. 8 Uhr Schlafzeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute nicht wirklich viel wieder schaffen.
Aber das sind halt Sachen, die müssen auch gemacht werden, weil wenn die Taschen voll sind, dann kommen wir halt auch nicht viel weiter. Dann wird das halt auch nichts. Ach ja, genau, das alte Geschichtsbuch hat auch gedroppt. Ja, gut, das machen wir auf dem Rückweg. Jetzt sind wir schon fast in der Kathedrale. Ich habe noch gewusst, dass wir irgendwie noch in die Burg müssen. Ja, ich finde es echt krass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es levelt jeder. Gerade in Classic ein Char hoch. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich relativ viel los. Also es muss wirklich mit BC zum Teil zusammenhängen, denke ich mal. Aber ich glaube, mit 28 waren wir noch nicht beim Lehrer. Geht zum Hafen von Manatee im Sumpfland und sprecht mit Glorine. Ja, wir wollen ja eh nochmal ins Sumpfland, dann passt das ganz gut. Der hier hat eine Quest für die für Gnomeregan. Und der gute Herr hier startet die Quest, der vermisste Diplomat. Die werden wir wahrscheinlich auch mitunter machen. Aber jetzt noch nicht. Dann haben wir sie zumindest schon mal angenommen. So, was startet der? Reden über Kraft. Seid gegrüßt. Ah ja, dafür brauchen wir einen Bergbauer, bevor wir die anfangen. Habe ich einen Krieger, der Bergbau kann, aber der ist noch nicht so hoch im Level, als dass der in Sturm, sag ich schon, im Rotkammgebirge da das Erz abbauen kann. Das ist eher schwierig. So, dann laufen wir jetzt noch an die Burg von Sturmwind. Da haben wir jetzt sogar zwei Quests. Ich glaube, die verlorene Flotte ist auch dort drin. Ne, der vermisste Diplomat führt uns dahin. Okay. Ja, an sich ist es auch ganz gut, dass ich jetzt den Jäger heute nicht spiele, weil es würde wahrscheinlich unnötig ein bisschen spoilern, wenn ich jetzt mit dem Jäger arbeiten würde. Zwar seht ihr dann nur, wie viel Regen ich habe, aber das wäre ja eigentlich. Oh Gott, das wäre eigentlich die Aufgabe gewesen heute. Ich glaube, das wird nicht mehr besser mit dem Gehen. Gewöhnt euch dran. Ich weiß nicht mal, warum ich gähne. Hier übrigens steht der kleine Anduin. Ziemlich hässlich. Wenn man überlegt, wie groß und erwachsen er jetzt ist. Und der gute Boll war, ist auch noch hier. Ja. König Varian, der ist ja nicht da. Warum wissen wir, glaube ich, nicht. Wird uns irgendwann vielleicht erklärt. Aber aktuell ist er nicht da. Irgendeiner Kriegsschlacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ehre dem So. König, Freund. Herr Bischof. Sucht Jorgen in der Stadt Ehre dem Sturmwind. Ehrenfreund. Okay. Ja, das ist so ein bisschen, lauf nach da, red mit dem da, lauf wieder zurück, rede mit dem da und überhaupt. So. Dann müssen wir jetzt runter, dann rechts. Oh, da sucht jemand Leute für Gnomeregan. Wenn ich jetzt ein Addon drauf hätte, dann könnte ich gucken, ob ich schon Gnomeregan kann. Aber ich glaube, ich kann noch nicht. Wobei ich kann ja schon Quests dafür annehmen, ne?
Ab welchem Level ist Gnome? Ich habe das echt nicht im Kopf, ob das jetzt schon, ob wir schon gehen könnten mit 28. Aber hier antwortet bestimmt jemand im Chat. Was kann ich für euch tun? So. Auf dann. Vor 28 würde ich nicht rein. Bin 28. Vierundzwanzig bis 34. Okay, es schreiben mir verschiedene Leute. Der eine schreibt 24 bis 34 und der andere schreibt, könnte gerade so für dich reichen, je nach Lust der Mitspieler. Und der, der als erstes geschrieben hat, ja, sauber, war auch mit dem Hexer mit 28 drin, hinten raus, Mops halt rot. Dann warte ich lieber noch etwas. So, jetzt muss ich noch den anderen antworten. Eine einfache Antwort hätte eigentlich genügt, also die erste in dem Fall, beziehungsweise die zweite. So. Okay, wir haben jetzt eine Quest im Manytail, wir haben jetzt eine Quest in Southshire. Southshire werden wir aber definitiv noch nicht angehen, dafür sind wir noch zu niedrig. Und Jorgen. Jorgen befindet sich vorne im Tal der Helden. Das werden wir, glaube ich, als nächstes angehen. Ja, dieser vermisste Diplomat, das ist so eine nervige Quest, da musst du von A nach B und immer wieder hin und her und. Ja, am Ende musst du, glaube ich, nach Manatee, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich auch gerade mit meinem Jäger dran. Hab sie aber noch nicht beendet, weil wir zu niedrig waren im Level. Aber man kann dieses Vorgeplänke halt schon mal machen, ne? Dieses von A nach B laufen. Und zurück zu C und wieder nach A und ja. Ich habe das Gefühl übrigens, dass der Server Raesorven. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Es ist auch Lachs. Irgendwie ganz schön Aufschwung bekommen hat. Also, ich habe festgestellt, dass nicht nur der gute Moonbee hier spielt, sondern der Rex, der auch Twitch-Streamer ist, der levelt hier auch. Also, es scheint irgendwie ich will jetzt nicht sagen YouTube-lastig, Schrägstrich Twitch-lastig zu sein. Aber überraschend tut es mich schon, weil es gibt ja doch noch mehr andere Server. Es gab ja viele, die waren am Anfang auf dem Server. Gott, wie hieß er denn? Luzifron? Ich glaube. Ist da irgendwas vorgefallen ist oder ich weiß es nicht genau. Und dann sind sie alle gewechselt oder vielleicht waren manche schon hier und ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt nur so aufgefallen jetzt die letzten Tage. Also Muni wusste ich ja schon länger, dass der hier spielt. Der ist ja gewechselt. Ich weiß auch gar nicht mehr den Grund. Aber ich wusste nicht, dass Rex hier auch spielt. Das ist eigentlich ganz witzig. So, jetzt dürfen wir zu Trias laufen. Also es ist wirklich eine urlange Quest. Falls ihr Interesse habt über den Inhalt der Quest, kann ich euch an der Stelle nur meinen YouTube-Kanal empfehlen. Den findet ihr, wenn ihr möchtet, hier. Ansonsten einfach den Namen von meinem Kanal bei YouTube eingeben, dann findet ihr ihn auf jeden Fall. Dort gibt es ein Let's Play von meinem Jäger, den ihr schon gesehen habt hier im Stream. Und ja, da lese ich alle Quests so eigentlich vor. Soweit es mir möglich ist. Manchmal passierten Dinge, die nicht passieren sollen, aber in der Regel lese ich sie vor, einfach damit wir die Geschichte von Classic mal ein bisschen miterleben können.
Das Problem, was wir haben, ist einfach, ich hoffe, dass uns das Feeling von Classic nicht flöten geht, wenn der Pre-Patch von Burning Crusade kommt, weil ich werde den Jäger dann natürlich... okay, jetzt müssen wir in den Dämmerwald. Das ist doch ein Plan. Sehr schön. Ich möchte natürlich das Feeling da so ein bisschen beibehalten. So, wir haben Willenskraft Ausdauer bekommen. Ach so, ja, stimmt, den wollte ich verkaufen. Den bin ich nicht losgeworden. Und an der Stelle können wir auch gleich mal unsere Rüstung reparieren. So. Ja, jetzt ist die Frage, ich glaube, wir gehen jetzt nochmal rüber in den Park. Dann haben wir alles abgehakt. Weil mit 28 war ich noch nicht beim Herrn Lehrer. Und vielleicht lernen wir irgendwas Gutes Neues für unseren Tank. Das weiß ich aber nicht. So. Ansonsten haben wir dann noch, ja, Verlies wäre eigentlich optimal, aber ich habe das Gefühl, dass niemand mehr für Verlies sucht. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Schankwart Smith reden und das Totem des Gegenschlags abgeben. Und danach wären dann die Skelett-Satans-Kreaturen noch offen. Die müsste man eigentlich auch, wow, der sucht immer noch, arme Sau. Die müsste man dann auch noch machen auf dem Friedhof. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal zum Friedhof müssen. Von daher sollte das kein Problem sein. So. Wir müssen zum Lamm des geschlachteten Hotels. Nee, Moment, wie war das? Gaststätte zum geschlachteten Lamm? Verderbnis in der Fremde. Ja, man könnte auch sagen, wir können auch nach Aubedin reisen und dort questen. Ich auch schon drüber nachgedacht, ob ich mit meinem Druiden dort wieder ein bisschen level. Damals, als ich angefangen habe mit WoW, habe ich eigentlich noch viel im West in Druiden-Stadtgebiet gespielt. Ach, wo war denn hier nochmal der Weg zum Gasthaus? Ist immer so eine Sache mit dem Finden und Suchen und überhaupt. War doch hier im Park der Hexer-Dings, oder? Oder bin ich jetzt verkehrt? Ich sehe hier nämlich gerade irgendwie gar keinen. Gehen mal hier rein, mal sehen, was passiert. Ne, das ist Kräuterkunde. Das bringt uns nichts. Obwohl, wir sind ja Kräuterkundiger, ne? Euch hierher. Na gut, bringt uns nichts. Ja. Wo ist denn hier der Lehrer? Oder war das anders? Nee, ich würde schon sagen, das war hier, ne? Aber wo ist das Gasthaus nochmal? Wo wir rein müssen? Es ist schon ein Weilchen her, muss ich dazu sagen. Ne, wir müssen jetzt mal kurz zur Stadtwache gehen und fragen, wo der Boss gemacht wird. Der Boss. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich habe jetzt gerade gelesen, wird heute noch Onni gelegt und, oder gestellt, besser gesagt. Jetzt habe ich gleich irgendwie den Mix aus dem Satz und meinem Wortlaut gemacht. Wow. Ja, wenn man immer eine Wache braucht, ist sie kein Schwein, ne? Oh. Wir machen heute einen Rundgang durch Sturmwind, Leute. Ich glaube, mir wird heute nicht mehr, wenn es so weitergeht. Ich will doch nur zum Lehrer, verdammte Axt. Das war doch im... Oder war das im Magieviertel? Ich glaube, das war im Magieviertel. Ich bringe die beiden immer durcheinander, glaube ich.
Die sehen auf der Karte auch fast identisch aus. Also ich wusste schon, dass ich jetzt im Park bin. Aber ich bringe die immer durcheinander, was den Inhalt betrifft. Ja, jetzt brauche ich die auch nicht mehr, von und zu Stadtpatrouilleur. Gehen Sie weg. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ja, zum geschlachteten Lamm. Genau diese Gastetablissement habe ich gesucht. Wunderbar. Also war ich einfach nur im falschen Gebiet. So, man gehe in den Keller, weil Hexer sind Kellerkinder. Und dann gehen wir erstmal zum Dämonenausbilder. So, Zaubervariante des Blutpaktes 2. Das haben wir doch bestimmt schon, oder? Wahl. Okay, wir lernen erst mit 30 die neueste Stufe. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Grüße. Alles klar. So, die nicht verfügbaren sind mir völlig egal. Dämonen spüren, geringe Unsichtbarkeit entdecken. Feuerstein. Stellt einen geringen Feuerstein her, der in der Schildhand verwendet werden kann. Bei Verwendung wird die Waffenhand mit Feuer verzaubert und gewährt jeden Angriff. Lebenslinie werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Verbannen nehmen wir auf jeden Fall mit. Mana entziehen ist natürlich auch eine Sache, die interessant ist. Verderbnis. Das nehmen wir mit. Sind doch ein paar Sachen mehr, ne? So, sengender Schmerz, auf jeden Fall. Ja, und Feuerregen brauchen wir irgendwann auch mal für die Inni. So. Und Mana entziehen und dann reicht's, glaube ich, auch. Seid vorsichtig. Okay, das ist eine ganze Menge Scheiß. Also, fangen wir von oben an. Lebenslinie. Rang 3. Verbannen. Ehrlich gesagt habe ich das sogar schon mehr als einmal gesucht, aber wir hatten es noch nicht. Adalas, Rang 2. Fluch der Pein, Rang 3. Verderbnis, Rang 3. Und Seelenlieb, Rang 2. So, dann haben wir den Feuerbrand haben wir schon, Feuerregen. Und sengender Schmerz habe ich gerade gesehen. Verursacht in hohes Maß an Bedrohung. Okay. Das sollten wir vielleicht nicht verwenden, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht in der Liste. Das ist natürlich doof gelaufen. Okay. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, das war's. Wir werden mal einen Gesundheitsstein herstellen. So. Okay. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Das hat ja auch lange genug gedauert. Dann geht's jetzt zurück in den Dämmerwald. Tja, wir könnten jetzt nochmal Todesmähen gehen, aber das wäre, glaube ich, ziemlich dumm mit 28.
muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, welche Innie jetzt die nächste ist. Ich könnte ja mal kurz WoW ab anmachen, das seht ihr jetzt wahrscheinlich auch. Oder auch nicht, da bin ich mir nicht sicher. Und für Classic mal ein Addon installieren. Ich glaube, das hieß Atlas. Atlas Loot. Und wenn wir dann Reload machen, dann müsste es eigentlich aktiv sein. Wenn wir es aktivieren. Nee, es ist nicht. Ach, das ist ärgerlich. Okay, in Classic funktioniert diese Mechanik nicht. Okay. Schade. Das hätten sie ruhig übernehmen können in Classic. Hätte ich nicht schlimm gefunden. Na gut. Ist wie es ist. Ich will jetzt nicht extra das Spiel neu starten. Oder starte ich das Spiel kurz neu? Nee, brauchen wir nicht. Ich glaube eh nicht, dass wir heute noch in Innie gehen. Ich werde, glaube ich, heute nicht mehr so alt. Wir werden jetzt noch ein... Weg nach Dämmerwald machen und dort die Quests hier abgeben. Und dann werden wir auch die Quest kriegen, dass wir den Kram für den Zombiesaft suchen sollen. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, wir haben jetzt aktuell 3 Seelensplitter. Wir werden gleich einen 4. dazu bekommen. Ich frage mich, was passiert, wenn das Inventar dann voll ist. Nicht, dass ich das jetzt ausprobieren möchte, aber ob wir dann einfach keinen bekommen. Weil eigentlich ist es jetzt so, wir müssen ja den Begleiter wegstecken und wir bekommen dafür eigentlich einen Seelensplitter, war ich der Meinung. Aber scheinbar doch nicht. Dann genießen wir einfach mal den Flug. Ja, und das war's mit der schönen Musik. Das ist leider nur im Wald von Elven so. Nee, aber ich würde jetzt erstmal wirklich die beiden Quests hier machen. Und die Nachtwache dann noch. Die Skelett-Satans-Kreaturen, die finden wir halt hier auf dem Friedhof. Da müssen wir vielleicht nochmal hinlaufen. Wir haben jetzt gerade 3 Quests, die wir hier abgeben können. Das sollte klappen. So. Der gute Kleine ist wieder unterwegs. Der hat mich den Tag fast umgehauen, weil ich nie aufgepasst habe. Was suchen die denn? Dead Mines ist doch Todesmine, ne? Ja, genau. Ja, 2 noch was. Das wäre mal eine intelligente Antwort. 2 DDs, 2 Tanks, 2 Heiler, was suchst du denn? Grundsätzlich würde ich jetzt sagen 2 DDs, aber... So. Sehr schön, dann haben wir das erledigt. Das brauchen wir an sich erstmal nicht. Aber wir behalten es jetzt erstmal in der Tasche, weil kaufen können wir es immer noch. Nice. Wir haben sogar einen Buff bekommen. Ich war echt der Meinung, ich kriege einen Splitter zurück. Seid gegrüßt. So, 8 Faulblüten sammeln. Für die Allianz.
Die finden wir auch auf dem Friedhof, deswegen können wir das gut verbinden. Wir laufen aber jetzt nochmal den Weg hoch zum Behüter. Weil ich glaube, der schickt uns dann zurück nach Sturmwind. Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist alles schon so lange her. Optimal wäre es, wenn wir natürlich hier demnächst auch mal die Teloa-Träne finden, aber die ist in der Nähe von dem Haus. Und ja, es gibt da so gewisse Dinge in diesen Ecken. Die möchte man nicht unbedingt sehen. Was kann ich für euch tun? So. Such die Liste der Diphias und Kerzebehüter Barkus im Dämmerwald zurück. Die ist im Westpfahl. Genau, hier unten. Perfekt. Wir gucken trotzdem mal. Vielleicht schaffen wir es ja. Aber ich sollte vorher meinen Lehrwandler beschwören. Wir können ja mal versuchen, ob wir die Träne bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir das abgeben müssen. Ich glaube in... wie hieß der Ort? Manetil. Oder könnte es auch Eisenschmiede gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr. I don't know. So, was haben die denn für ein Level? 29. Klar, sind jetzt nicht unbedingt das Zuckerschlecken. Aber wir versuchen es einfach mal. Aber warum zieht er so schlecht Akku? Kann nicht während eines Kampfes verwendet werden. Ah ja. Das habe ich ehrlich gesagt fast noch nie benutzt. Total vergessen, dass er die Fähigkeit hat. Damit heilt er sich nämlich selber. Das ist ja mega. So, jetzt hoffe ich, dass die Träne irgendwie zugänglich ist. Weil hier befindet sich im Haus auch ein Mob, den möchten wir nicht treffen. Ja, genau. Ich ziehe Akro mit meinem Zauberstab. Selbstverständlich. Das kannst du ja wohl total vergessen. Hier ist eine Truhe. Die möchte ich haben. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber sieht gut aus. Nice. Alles, was drin ist, ist immer gut. Ja, natürlich. Ich muss immer an The Walking Dead denken jetzt, ne? Da ich das da gerade aktuell schaue. Das erinnert mich total an die. So, dann gucken wir mal, ob wir von hier hinten rankommen. Ich sehe sie noch nicht mal. Wo ist denn diese Träne? Ich kann die noch nicht mal mit der Maus antackern. Ich bloß wüsste, wo die ist. Die soll hier angeblich sein. Da ist sie. Wow, das ist ja wirklich zwischen den Ghulen. Ich
Aber wieso hält der so schlecht Akku jetzt aktuell? Unser Zauberstab macht doch definitiv wenig, nicht viel Schaden. Verstehe ich nicht. Können da auch keine Krankheiten dingsen? Das müsste eigentlich ausreichen, wenn wir den hier noch machen. Es ist zu weit entfernt. Komm her jetzt hier. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Ja, verzehr du mal. Aber Hauptsache, du holst sie jetzt bei dem Mob hier. Los. Dankeschön. Kann ich mir nämlich das Kraut holen. Sehr schön. So. Haben wir das auch? Stellen wir auf passiv, wir laufen einfach weiter. Siehe da, verlasse Kampf. Wunderbar. Gut. Wo müssen wir die jetzt abgeben? Ein nobles Bräu. Ich weiß das gar nicht mehr. Es hört sich irgendwie nach Eisenschmiede an, aber da ist nichts. Das ist jetzt doof. Haben wir diese Quest angenommen? Ah, hier. Sollte sogar eine Quest sein, die wir als Hexer machen können. Gut. Okay. Ich glaube nicht. Ich versammle mich jetzt nicht in der Mitte der Stadt. Ich werde mich ins Gasthaus verschanzen. Und unerwarteterweise heute ein bisschen eher Schluss machen. Es war jetzt leider nur eine Stunde. Sorry dafür, aber ich merke, dass mir mal die Augen zufallen. Und das hat dann auch kein Potenzial. Ja, unsere Krankheit läuft gerade aus. Sorry. Ansonsten halbe Stunde eher. Tut mir leid. Wenn ihr mehr YouTube-Content zu Classic sehen wollt, könnt ihr da gerne auf YouTube auch schauen. Da gibt es, wie gesagt, das Classic Let's Play. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder zu einer Runde Valheim mit dem guten Klaber. Und ich hoffe, ich habe da ein bisschen mehr Power in den Armen. Wir sehen uns entweder Mittwoch oder bei einem anderen Let's Play-Kanal. Ne, Moment. Bei einem anderen Projekt so rum. Mein Gehirn schaltet auch schon ab, ihr seht das. Ja, sorry und bis zum nächsten Mal.